Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin immer noch bei Roberto oder wieder bei Roberto, kann man eigentlich fast sagen. Ich wohne mittlerweile fast hier, glaube ich. Sollte mir vielleicht hier irgendwie ein kleines Häuschen. Da vorne, ne? Alter, ich muss euch das Ding zeigen, wirklich. Das ist Buggy mal anders. Das ist ein Monster Truck, Monster Buggy kann man sagen. Roberto, Infos zu diesem Fahrzeug. Was ist das zur Hölle? Das ist ein Original Bacher. Okay. Also wir haben Original Käfer umgebaut. Ja. Das war früher mal ein Schwedenimport, das Häuschen war aber alles scheiße, also wirklich schlecht. Mhm. Neue Bodengruppe gemacht, das Häuschen komplett umgebaut wieder auf Bacher. Vorderachse Kübel, Hinterachse umgedreht getroppt. Mhm. Wir haben quasi nicht das Schwert diesmal so gemacht, sondern diesmal nach unten. Okay. Haben nochmal 7 cm rausgeholt von der Höhe, haben dann nochmal die Karosse angehoben auf dem Chassis. Da würde aber noch mehr gehen wahrscheinlich. Genau, ja. Hier haben wir erstmal, weil der Fahrer sehr groß ist und nur ein bisschen Platz hat, ja. Dann haben wir hier auch fast so wie dein Motor, ähnlich. 1835. 1835 mit 1,7 Liter Zusatzölwanne. Mhm. Ölkühler auf dem Dach. Ja, das ist eh das Highlight, muss man mit sagen. Eigentlich alles so, wie man es macht. Hinten haben wir nochmal auf Fahrwerk mit Federn umgebaut, zusätzlich zu den Drehstäben. Mhm. Ja, ist alles verstärkt. Wir haben komplette Kappstreben drin. Ne? Also hier in dem Ganzen alles verstrebt, dass wir wirklich auch ein bisschen Steifigkeit haben. Und damit kannst du auch wirklich ins Gelände mit dem Ding, ne? Damit voll ins Gelände. Ah, das ist halt Porno, ne? Ja, einmal komplett, wie gesagt, gemacht. Kabelbaum neu gebaut. Mhm. Ja, Bodengruppe beschichtet und so weiter, neu lackiert. Das ist wirklich was, wo der... Ist das so TÜV-fähig alles so? Das ist komplett, so wie er hier steht, ist das Ding komplett TÜV-fähig. Das ist natürlich fett, ne? Wir haben jetzt also Montag früh Termin für die restlichen, weil wir haben die Räder noch mal ein bisschen größer gemacht. Reifengröße nochmal drauf. Genau. Was fährt der für Dimensionen drauf? Was ist das? Digga, das ist ja ein richtiger Panöngel. Wir fahren 31, 10,5 mal 15. Alter. Das entspricht 275 irgendwas. Fett. Was kosten solche Reifen? Kann man das sagen? Was kostet was? Jetzt so ein Hinterreifen? Das ist nicht so schlimm. 125 Euro ein Reifen. Oh, das geht. Und den fährst du niemals ab, ne? Ja, glaube ich schon. Vorne haben wir jetzt 275 drauf. Die Scheinwerfer erinnert mich übrigens an, das war... 2001, 2002 war das mal so der Oberhype Golf. Im Golf-Segment. Wirklich. Aber das hätte ich jetzt nicht gemacht, das ist aber Kundenwunsch. Ich finde es aber irgendwie cool. So, wir haben auf Zahnstanglenkung umgebaut komplett. Retzen wir hier mal rein. So wie es auch bei mir beim 356er kommt. Genau, ne? Da Zahnstanglenkung mit zwei Gelenken, weil wir halt das Fahrzeug erhöht haben. Ne? Mhm. Ja, das ist schon, ich sag mal, ganz ordentlich gemacht, ne? Die ganze Geschichte. Das Kit, was jetzt da drauf ist, ne? Die Verbreiterungen. Ja. So noch zu kaufen, zu bekommen? Neu nicht. Neu nicht, ne? Nur noch, ich habe noch zwei Kits, ich habe auch noch ein, also noch zwei Autos. Und also nur noch eins jetzt, ja. Nach der Fahrt wahrscheinlich mit mir? Ja, aber wie gesagt, ich habe jetzt noch einen als 1303, mhm. Weil da hast du vorne McPherson-Federbeine, da kannst du ein schöneres Fahrwerk. Ja, ja. Der ist zwar hier ein bisschen hässlicher, weil der so eine runde Scheibe hat, aber er ist vom Fahrwerk her dann noch ein bisschen geeigneter, sag ich jetzt mal. Ich finde das Ding ist der absolute Kracher. Vor allem auch diese Luftrutze da oben dran, ne? Ja, da ist der, kommt noch ein Gitter vor, dann ist noch ein 3D-Druck, kommt noch ein Lüfter vor. Das ist halt unsere Ölkühlergeschichte, das ist auch thermostatgesteuert alles, da ist der Sensor hinten dran. Oh, okay. Na, das ist, ja. Da kommt das Reservoir rein, auf dem Halter. Hier auf dem Halter, ne? Genau, das ist nochmal ein Reservoir eigentlich. Ja, und innen drin hast du ein paar schöne, ne? Genau, wir haben alles, was du brauchst. Ja, fett. Eigentlich drin. Bin gespannt. Fahren wir eine Runde. Wir fahren eine Runde. Oder? Ich würde auch sagen, ich habe Tierspock. Motor willst du noch mal hin? Oh, das ist wie deine auch. Vor allem, dass du das auch so fahren darfst, dass das da hinten offen ist, so, ne? Ja, deshalb mussten wir hier ja das Gitter drauf machen, ne? Und deshalb ist der Bügel, damit du keine Krümmergeschichte hast. Logisch, ja, genau. Ein Schild drauf, dass der Auslauf heiß ist. Okay. Ja, ist Entlüftung und so, wie das alles sein muss, konform. Da wird nichts nach draußen gepustet. Okay, perfekt. Ja, geil. Macht man Sachen nicht. Ja, Runde, es geht los, wir fahren. Wind an, aus. Ja, ich hab nochmal für den TÜV, muss offiziell ein Gebläse drin haben. Ist das so? Ja, offiziell ist das so. Auch mit den Spiegeln, wie geil das hier ist. Ja. Das ist schon nice. Ich wollte auch immer mal einen Käfer für die Rennstrecke bauen, ne? Da bin ich sofort dabei. Weißt du? So von Nürburgring zu fahren, einfach einen geilen Käfer bauen. Mega, oder? Da können wir auch normalerweise mal was machen. So, das müsste man wirklich mal machen. Ach, das Ding noch weg, ist doch scheißegal. 2,1er Motor, 140 Pferde, da. Und dann mal richtig einlaufen lassen mit dem Ding, ne? Was für, aber da muss er eigentlich auf einen 1303 oder sowas gehen, ne? Theoretisch, das ist eigentlich besser. Aber das fährt sich erstaunlich gut, muss ich sagen, gerade. Auch von den Reifen. Ja, ja. Ich finde die ja schon ganz geil, die schalten dürfen. Ne? Weil die sind mega kurz, ne? Mhm. Weil ich feiere diese Farbe. Aber wie gesagt, der ist halt brandneu, ne? Deshalb mache ich hier wirklich
das ist aber hier. Das ist Wolfsburg-Gedicht, ne? Absolut. Das ist ja frühere Tuning, Junge. Das ist aber das richtige Tuning. Aber hier ist bumswarm, kann das sein? Ah, Digga, ich sterbe. Aber Fenster war ein Problem hier, ne? Ich glaube, bei dem geht's. Ja? Ich habe ein bisschen Angst. Kennst du das, wenn du so. Erste Regel, fast keine Kundenfenster an, ne? Ja! Schiebedach ist auch mal so ein Problem. Alles, was irgendwie, also jetzt hier in dem Fall nicht, aber normalerweise was mit Elektrik zu tun hat. Aber das geht schon, ne? Was hat der an Leergewicht jetzt hier? Ah. Oh, noch ein bisschen. Für die Vorspannung. Mhm. Ich denke mal so, weiß nicht, 500 und ein bisschen 500 Kilo vielleicht. Das ist so genial. Die Räder sind halt auch schon pumpschwer, ne? Ich glaube, wir müssen hinten von der Feder. Hast du gerade gemerkt? Genau, entweder noch ein Stück ausrunden, dass er wieder frei federn kann. Weil der kommt dann Anschlag, hast du ja gerade gehört. Ein bisschen braucht er noch und das war jetzt nicht wild, ne? Der soll ja richtig gefahren werden. Ich bin immer erstaunt, wie schön rund sowas läuft. Aber du merkst den Unterschied zur Nockenwelle. Deiner ist deutlich leiser, der Motor. Ja, das stimmt. Ja. Aber dafür vom Endscheinwerfer deutlich lauter. Ja. Ja. Aber du merkst genau die Kopfbearbeitung. Du hörst den Ansaug nicht so wie bei dir. Gar nicht. Null. Nee. Das ist nur die Kasse. So? Ja. Ja, voll. Voll. Bei mir hörst du eigentlich das Schnorcheln, ne? Als hättest du irgendwie früher so ein K&N-Filter dir da reingefeuert, ne? Thema ist, was ich krass finde, du sitzt halt echt tief hier drin. Ne? Der Kunde ist über 2 Meter. Okay. Und deshalb haben wir auch das Auto erhöht, weil der gar nicht so sitzen konnte vorher. Ich meine, so ist schon geil, ne? Muss man sagen, jetzt von der Höhe her. Was das hier alles? Das ist schon nice, ne? Ja, wie Samurai. Ist wirklich so, ne? Samurai, jetzt auch durch Überlegen hast du auch dieses Spiel. Ja, ja. Hast du vorhin eine Schenke reingemacht? Ja, 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 ja. Wo plötzlich auf einmal direkt spielen, ne? Ah, das ist noch zu weit. Ja. Schränkt ihr die an den Rahmen an, ne? Federt den zu weit aus. Mhm. Ah, da gibt es auch noch was, da gibt es so wie so 2 Bänder. Da kannst du das Ganze begrenzen, wie so ein Spannkurs eigentlich. Okay. Frisch geputzt, ne? Was sagst du? Der Kunde hat gesagt, dafür ist es ein Bacher geworden. Das ist gut. Ah, ist schon geil. Ah, die Schaltung, Alter. Ich glaube, ich würde den dann mal ganz kurz hier abfilmen. Ja, ja, komm mal. Oder? Mal hier ein bisschen. Ja. So warm, ich muss den Pulli ausziehen gleich. Alter, ich sterbe. Das ist aber auch das richtige Feeling, ne? Dass so die Safari, oder? Das sehe ich auch so. So schön im Safari, ne? Mit so einem Ding mal durchjallern. Das ist schon fett. Gut, dass wir den gewaschen haben, ne? Frisch geputzt. Aber ich sag ja, wenn du so einen Käfer auch für die Rennstrecke machst, Digga, die sind von der Gewichtsverteilung von einem, das fährt sich schon, Alter. Damit sind wir, also werden wir richtig schnell. Ja, ne? Ohne Scheiß. Langes Getriebe, Schräglenker, da kannst du. Scheibenbremse geht auch alles klar. Das sowieso. Ja. Und das ist sogar noch in dem Bereich richtig bezahlbar, weil wir einen kleinen Lochkreis haben. Ja, ja. Ja, 5x205 oder was fährst du da drauf, ne? Nee, ja. Entweder, nee, wir wollen Dings nehmen. 4x130. Ah, okay. Ja, das hört sich wieder so an wie bei mir damals. Voll. Das ist auch das gleiche Konzept wie früher. Ja, voll geil. Auch wenn du in den Spiegel guckst, wie die Kotflügel, ne? Alter, wie breit das einfach ist. Du hast so viele Möglichkeiten, auf diesen Käferplattformen zu bauen, ne? Das muss man sich mal überlegen. Einfach ein bisschen Spaß zu haben. Muss der da drauf, oder was? Er muss ja zum TÜV, der fährt doch noch weg. Ach so. Jetzt wird zum TÜV damit. Der wird nur abgegeben, kommt in einer Woche wieder. So, Freunde, das war's. Wir sind raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.